Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Valhalla mit mir, dem Jan. Jetzt spreche ich mit Tucker. Eine Menschenmenge. Was geht da vor? Seid versichert, dass Charles nie ein Bündnis mit euch Nordleuten ehren wird. Ich hingegen stehe zu meinem Wort. Ha! Du bist nichts als ein getretener Hund, der unter meinem Tisch um Reste bettelt. Du wagst es? Halt! Ava, endlich können wir vernünftig reden. Was ist mit Richardes? Hast du Charles getroffen? Richardes lebt noch. Charles nicht. Und wenn der fränkische Adel mich als nächsten König akzeptiert, kannst du auf einen Freundschaftspakt zwischen uns zählen, Ava die Weise. Dann ist heute ein Tag zum Feiern! Skull! Sanitat! Dich kennenzulernen war bemerkenswert, Eivor. Du bist nicht weniger rätselhaft als die anderen Nordlinge, die ich traf. Hoffen wir, dass es noch mehr wie dich gibt. Ich muss jetzt gehen und den Thron übernehmen. Ich wünsche dir eine sichere Reise zurück nach Englerland. Deine größten Prüfungen liegen noch vor dir, Graf Odo. Ich hoffe, du hast die nötige Stärke. Das hoffe ich auch. Ist es denn weise, ihm zu vertrauen? Es ist nie weise, jemandem zu trauen. Man weiß nie, was die Zukunft bringt. Oder ist ein Mann von Ehre. Man kann mit ihm verhandeln, Tucker. Ich weiß, es ist seltsam, den Todfeind von Siegfried als Verbündeten zu haben. Aber er ist vertrauenswürdig. Und... Ich weiß. Anführer trinken, was da ist. Und so weiter. Du hast wirklich zugehört. Ich habe viel zu verdauen. Bleibe deiner Ehre treu und bringe deinen Leuten Ruhm. Wenn du das tust, kannst du nicht scheitern. Ich gebe Bescheid, sollten die Franken wieder einen Hunger auf Englerland entwickeln. Was deine Beziehung zu Odo angeht, zieh in Betracht, ihm das Land zurückzugeben, das Charles Siegfried versprochen hat. Nein, dieses Land ist ein Ausgleich für das Leid, das er verursacht hat. Odo hat noch Paris. Das muss reichen. Du klingst immer mehr wie eine Jarlskrona. Und jetzt muss ich an mein eigenes Volk denken, dem ich schon zu lange ferngeblieben bin. Ehe du gehst... Nimm dies. Er gehörte meinem Vater Sinrik, dem zweitbesten Lehrer und Anführer, den ich je hatte. Es war mir eine Ehre. Ich hoffe, so gut zu führen wie du, Eivor. Solltest du je wieder Hunger auf fränkischen Käse haben, teile ich gerne mit dir. Leb wohl, Tucker. Thank you.
So, bevor wir die Heimkehr antreten, habe ich hier noch in Paris sehr viel zu tun. Und hier noch einen Raubzug. Da wird das Problem halt sein, dass ich nie weiß, wie ich da hinkomme. Wenn ich gesehen werde, gibt es Ärger. So, erstmal müssen wir hier wieder in dieses Haus rein. Wo war denn nochmal Kackeingang? Wie komme ich denn hier rein? Spannend. Oder komme ich hier nicht mehr rein? Schlüssel. Boah, ey, kann man das ausschalten, dass diese Quest immer kommt? Da muss ich nicht wieder hin. So. Dann dahin. Stimmt gar nicht. Ich gehe jetzt erstmal. Doch, ich gehe jetzt dahin. Dann mache ich das hier alles und dann werde ich nach hier oben. Also dahin. Komme ich hoch? Ja. Gut. Der Narr ist tot. Wir beide können diesen verfluchten Rassenkönig erwischen. Das Unwohl.
ungute Gefühl, dass uns eine Falle hat. Was ist denn hier jetzt für eine Quest? Hier soll irgendwo eine Quest sein. Meine Fresse, ey. Befleckter Zettel, noch mehr von diesen Schurken, die sich in meinem Dienste gestellt haben Verrat begangen. Ihre leise Geflüster halt durch die Tunnel. Sie haben Angst vor mir. Sie halten mich für verrückt. Sie verschwören sich gegen mich. Haben sie nicht die Schreie ihrer Vorgänger gehört? Meine Haustiere hatten ihren wahren Freund. Obwohl die Knochen nicht so leicht abzunagen waren. Diese Männer sind schlimmer als Ratten. Illoyal. Durch und durch. Ich trage selbst die Schuld. Denke ich, weil ich sie in meinem Tunnel gelassen habe. Ich werde ihnen zeigen, was es heißt, den Rattenkönig zu sein. Meine Tiere werden sich satt fressen. Jedes zarte Stück Fleisch, das ich ihnen geben kann. Sobald mich das Gift durchdringt und mein Körper warm und frisch am Boden liegt, werden sie ihr wahrlich bestes Mahl erhalten. Mehrere neue Quests angenommen. Dann habe ich das ja hier erledigt. Dann gehe ich jetzt hier hin. Erstmal muss ich wieder rausfinden. Boah, ey, Alter. So, wie komme ich jetzt hier rein?
Hä? So wie das doch hier aussieht, muss hier irgendwo ein Gang nach unten sein. Ach, hier ist der Schatz. Ich brauche einen Kackschlüssel dafür. Hauptmann, wir haben den Dieb gefangen, der deinen Schlüssel gestohlen hat. Komm in den Kerker, um ihn zurückzuholen. Du könntest auch mehrere Wachen am Flusseingang postieren. Er ist zu schwach bewacht und der Dieb wäre fast entkommen. Wo ist der Kerker? Meine Fresse, ey. Ach, hier unter mir. Den wollte ich gar nicht angreifen, aber okay. Wer redet hier? Mann, wo ist denn hier der Gang nach unten? Da. Pass auf, ich krieg gleich eine neue Quest. Schlüssel. Meine Fresse, was ist das für ein Bug hier? Ach, hier ging es auch durch. Wie geht's denn jetzt hier wieder rein? Da. So, dann würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen.
bis zum nächsten Mal. Ciao.